Es passiert immer dann, wenn keiner damit rechnet. Schon ein Störlichtbogen mit der Brenndauer von nur 20 Millisekunden führt zu schweren Schäden am Energieverteiler. Bereits nach einer halben Wechselstromperiode erreicht er den maximalen Druck und die höchste Temperatur. Will man Personen auch an geöffneten Schaltanlagen schützen und Schäden an den Energieverteilern vermeiden, muss die Brenndauer des Lichtbogens kürzer als 2 Millisekunden sein. Ein Leistungsschalter braucht mindestens 30 Millisekunden, um die Schaltanlage vom Netz zu trennen. Viel zu lange, um effektiven Schutz zu bieten. Die Folgen? Lebensgefahr, schwere Schäden in der Schaltanlage und ausgedehnter Produktionsausfall. Die absolute Katastrophe für jeden Betrieb. Arcon, der innovative Störlichtbogenschutz von Eaton, löscht einen Störlichtbogen in 1,4 Millisekunden und damit bereits in der Entstehungsphase. Schäden im Energieverteiler werden zuverlässig vermieden und ein bisher einzigartiger Personenschutz erreicht, auch bei geöffneten Schaltanlagen. Tritt in der Schaltanlage ein Störlichtbogen auf, wird er durch Licht- und Stromsensoren erfasst und der Mastereinheit gemeldet. In weniger als einer Tausendstel Sekunde erkennt sie, ob ein Störlichtbogen vorliegt und steuert das Löschgerät an. Ein pyrotechnischer Antrieb beschleunigt einen Kupferbolzen, der eine Isolierplatte durchschlägt und einen dreiphasigen Kurzschluss erzeugt. Dem Störlichtbogen wird so die Energie entzogen. Der betroffene Teil der Anlage wird dann per Leistungsschalter sicher vom Netz getrennt. Alle anderen Bereiche verbleiben in Betrieb, damit sie schnell wieder am Netz sind. Arcon, der blitzschnelle Schutz für Ihre Schaltanlage.